mit der Matchroute auf Karpfen, mit der Matchroute am Bärensee, schön entspannt oder maximale Action? Tja, das werden wir sehen. Im Moment ist noch schön gechillt hier bei Kaffee und Kuchen. Erstmal die Nacht abwarten, würde ich sagen. Schön gechillt. Noch passiert hier nicht wirklich viel. Aber es ist gerade schon ein bisschen was passiert. Und zwar ist das schon eigentlich ganz gut reingerasselt hier bei mir. Ne? Es ist gerade seit ein paar Minuten Nacht. Und ich kann ein bisschen stillen. Aber dafür, dass ich hier mal ebenso auf 15 Meter Entfernung ganz entspannt ausgeschmissen habe. Basic, ohne Futtermische, ohne alles, ist das schon mal nicht so schlecht. Jetzt hier in der Nacht, ja, wird es deutlich weniger, so ab Mitternacht ungefähr. Na, oder sagen wir mal so ab 11 ungefähr war dann Ende. Und wenn wir hier auf Set mal kurz eingehen, haben wir hier eigentlich nur ein Basis-Setup. Ich habe ein relativ kurzes Vorfach diesmal gewählt, 15er, 15 cm, 30 Kilo Vorfach, 1er Haken, Kartoffel und Mais, dann hier 1er Haken, Kartoffel mit Honigteig, hat auch schon funktioniert, und Kartoffel und Käse. Also, das sind die drei Varianten. Wie gesagt, hier auf 15 Meter alle drei Matchrouten raus. Zack, guck mal, da geht noch was. Und geht sogar rein. Die Tiefen ein bisschen unterschiedlich. Ein kleiner Amur. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal, jetzt haben wir ja schon deutlich kühler, wir gehen jetzt mal ein bisschen tiefer. Ich gehe mal ein bisschen tiefer rein jetzt. Gehen wir mal auf 1,90. Das war schon fast zu weit. So. Lassen wir nochmal auf. Da ist sogar schon Grundberührung bei 15 Meter 1,90. Vielleicht aber auch gar nicht so schlecht. Das lassen wir tatsächlich mal so, wie es ist. Und hier ändern wir auch nochmal ein bisschen. Ich hatte irgendwie übelst Bock auf Match und habe überlegt, ja Mensch, was kannst du denn machen? Jetzt irgendwie auf Ränken oder sowas hatte ich auch nicht Bock. Da muss ich eh demnächst nochmal dran für die Stippqualifikation. Und da habe ich gedacht, komm, Alter, Bärensee war ich schon lange nicht mehr. Jetzt zuletzt ja dann nochmal mit dem Basic-Karpfen-Video für die Grundangler. Das war ja jetzt das letzte. Und mit der Match, ja, war ich halt schon ewig nicht mehr hier. Und da gehen halt eben auch ein bisschen dickere Brocken rein, ne? Auch hier gehe ich mal deutlich tiefer. Gehen wir mal auf. Also ich habe jetzt 1,90, 1,80 und dann machen wir jetzt hier einfach 1,70. Testen hier ungefähr diese Tiefen mal. So, zack, zack, zack. 1, 2, 3. Einfach offen lassen. Genau, also der Bügel ist offen. Man kann es auch nochmal so, zack, zack, auf und zu. Dann ist da ein bisschen, dann ist es alles ein bisschen lockerer, auch ohne den Clip. Ja, wir haben erstmal, guck mal da, geht's aber schon los hier. 13 Grad kühl und auch da, rechts, oder? Mitte und rechts. Also Mitte ganz sicher. Hebebiss sogar. Baller ich rein. Also, Hebebiss, die Pose geht nach oben. Na, guck mal da, ey. Wer hätte das gedacht? Spiegelkarpfen auf Pose. Schönes Ding. Gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Und ich muss sagen, im Moment ist das so von der Frequenz her, war das schon gar nicht schlecht. Ich kam gerade schon fast in Schweiß, weil man ja beim Posenangeln im Idealfall auch den Anschlag setzen muss. Ne? Das heißt, wenn da gerade was zuppelt und du hast die eine Rute schon in der Hand und wartest auf dem Anschlag, und dann zuppelt schon die nächste wieder oder die dritte geht dann direkt runter, ohne viel Gezuppel. Dann hat man hier schon richtig Action. Immer wieder geil und auch einfach wirklich eine gute Alternative zum schnöden Plumpsangeln.
da dann auch einfach mal hier entspannt mit der Match. Ja, wie gesagt, von den Größen her war natürlich auch anfangs ein bisschen was Kleineres mit dabei. Es ist nach wie vor halt alles hier ohne Futtermische und man könnte jetzt natürlich in diesem Bereich zum Beispiel die Basis Graskarpfenmische reinschmeißen. Gucken wir mal kurz in den Wetterbericht. Es soll sonnig werden heute. Es soll sonnig werden. Oder nehmen wir eine Schleienmische. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Mais, Paniermehl. Das ist zumindest ein bisschen grünlicher. Schwer zu sagen, ne? Oder man mischt sich halt selber ein bisschen was zusammen. Futtermische grün, hatte ich das ja häufig in der Vergangenheit genannt, für die Graskarpfen mit Hanfsamen als Basis, mit Kürbiskern und solchen Sachen drin. Da müssen wir jetzt auch gleich zu packen. Na komm. Noch zieht er ab. Wir warten aber noch ein bisschen, ganz entspannt. Jetzt. Badam. Nice. Guck mal hier. Auch aufs eher süßliche, ne? Kartoffel mit Honigteig. Zack, der nächste Spiegel. 6 Kilo. Passt doch. Passt doch wirklich gut. Und dann wieder ranzoomen. Genau, die gehen ja immer erst ein bisschen runter. Das heißt, die Posen zuppeln sich dann nochmal ein bisschen näher ran. Und dann stehen die da so bei 14, 15 Meter, würde ich sagen, stehen die jetzt gerade. Das mit dem Zoom, falls ihr das noch nicht wisst, es gibt im Werkzeugladen, müsste im Werkzeugladen sein, unter Zubehör hier Ferngläser und sowas. Und mit dem Fernglas hat man nicht nur den normalen, sondern den zweiten Zoom. Damit sieht man dann besser mit dem zweiten Zoom. Ja, und da geht's wieder los. Direkt in der Mitte. Also man kann natürlich jetzt sagen, okay, das scheint hier zu laufen. Ich ändere schnell alles um. Aber ich warte damit einfach nochmal ein bisschen ab, weil ich eben auch bei den anderen Ködern auch schon Ergebnis hatte. Und ich hatte auch unterschiedliche Fische dran. Das heißt, im Moment ist es so, der Spot ist blanko, unverändert, ohne Futtermische beeinflusst, dass da irgendwie durch die Futtermische eine Population mehr gepusht, eine andere vielleicht gedrückt wird. Und im Moment ist es ganz okay. Ich liebäugel trotz allem halt mit der Graskarpfenmische. Ich glaube, ich baller einfach mal die Graskarpfenmische rein. Hier ist sie. 9er Qualität. 15 Meter müssen wir rauskommen. Das heißt, ich gehe noch ungefähr so weit zurück. Passt das, wenn ich jetzt voll auswerfe? Das passt ziemlich genau. Also, 1, 2, 3. Und dann machen wir da 10 Stück rein. Und dann ist der Spot an der Stelle auch maximal aktiv. 9, ich glaube, das waren jetzt 10. Klatsch, ja. Passt genau, ist genau schön mittig da reingeballert. Und da im Radius von 2,5 Metern haben wir jetzt ja die Lockwirkung, die sich natürlich aber auch erstmal ein bisschen entfalten muss, ne? Ja, und da zuppelt es direkt weiter hier auf dem Mais, nicht auf dem Mais, auf dem Honigteig. Ich habe, wie gesagt, 1er Haken hier dran, Vorfachsmaterial hier dran mit 30 Kilo, also es ist schon relativ groß. Wir haben, und da geht es auf der linken, geht es auch direkt ab, da zuppelt es los. So muss das sein. Natürlich alles auf die Zahlen gelegt hier, damit man schnell genug reagieren kann. Und dann, ja, das ist eben das Geile bei den Waggler-Posen, die es vom Weihnachtsmarkt gibt hier oder zwischendurch immer mal wieder dann gibt vom Weihnachtsmarkt. Die haben eben die unterschiedlichen Farben. Ansonsten, wenn man eben mit den ganzen schwarzen Wagglern hier dran ist, muss man sich das ein bisschen besser merken, wo und welche Pose und schön gerade werfen. So habe ich mir das gemerkt. Die 1 halt auf gelb sozusagen, rot in der Mitte, ist auch die rote, die ist glaube ich auch rot, naja, so einigermaßen. Und dann blau rechts außen und dann komme ich damit auch nicht durcheinander. Ja, ich hoffe natürlich auch noch auf einen dicken, fetten Brocken. Es gibt auch da natürlich verschiedene Qualifikationen hier beim Matchangeln. Ob
ich das hier schaffe, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es sogar noch einen 40-Kilo-Fisch, den man fangen muss und solche Späße. Also das ist schon ein bisschen tricky. Qualifikation, Match, gucken wir mal ganz unten. Genau, fangen Sie Matchmontage. Mit der Matchmontage habe ich draußen einen Karpfen mit einem Gewicht von, mindestens 40 Kilo. Unabhängig der Art. Also egal was, aber 40 Kilo Karpfen auf Matchmontage. Und das ist halt diese hier mit den Naturködern dran. Das macht das Ganze halt echt nochmal tricky. Es werden ja immer wieder dicke, fette Karpfen gefangen auf Boilie. Aber der Naturköder, tack, der ist halt gefragt, der ist gewünscht. Käse und Mais, würde ich sagen, tendenziell eher die etwas kleineren Brocken dran. Gerade auch wegen dem Maiskorn. So, werfen wir mal direkt neben die andere. Da ist aber auch schon wieder Action. Sehr gut. Ich werfe auch gleich die blaue, glaube ich, nochmal neu rein. Auch gehakt. Was halt immer wichtig ist, ne? Einholgeschwindigkeit maximal. Das zählt übrigens auch fürs Bolo-Angeln. Also nicht nur mit der Match, also auch für die Bolognese. Einfach die Einholgeschwindigkeit maximal. Shift drücken, linke Maustaste. Und dann kurbelt man halt ganz schnell ein und hakt dadurch ganz gut die Fische. Nichtsdestotrotz ist es mit der Matchmontage deutlich einfacher. Heißt also, wenn ihr hier zurzeit Bock habt aufs Posenangeln, vielleicht sogar schon mit der Bollo unterwegs seid, freut euch aufs Matchangeln. Nochmal eine ganz andere Welt, deutlich geiler. So, mal eben hier durchziehen. Macht einfach mehr Bock. Ist, man kommt weiter raus natürlich, aber es hakt auch irgendwie viel besser. So, und dann haben wir jetzt die dritte und das geht wieder auf der 1 los. Ne? Kurzer Zuppler, kurze Ankündigung schon. Da komme ich gar nicht zum Kuchenessen hier. Katastrophe, Alter. Ich wollte doch noch schön entspannt mir meinen gerade frisch gebackenen, gerade nur selbst gebackenen hier, so einen Kirschkuchen, Alter. Lecker Käffchen frisch gemacht. Wird schon kalt, der Kaffee. Jawohl. Und rumgezuppelt. Ja, so soll das gehen, so soll das sein. Macht Bock. Ich glaube, ich werde das aber auch demnächst nochmal weiter testen am Bernsteinsee. Vielleicht kennst du ja einen Spot am Bernsteinsee für diese normalen Köder. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die ganzen Stipp-Profis unter euch das auch schon wissen, wie und wo. Denn mit der Stippe bist du ja häufig auch mit den Naturködern unterwegs. Das wäre natürlich richtig praktisch, dann einfach so einen Stippspot zu nehmen und da dann versuchen, auf die dicken Dinger zu gehen. Mir fällt gerade noch einer ein, Bernsteinsee, oben ziemlich mittig. Da kommt so ein Schniepi eben raus, Koordinaten habe ich gerade nicht im Kopf, aber auf der Map sieht man das. Da werde ich auch nochmal testen, der ist nämlich relativ nah an den tiefen Stellen. Da werde ich es auf jeden Fall auch nochmal testen. Das macht ja auch Sinn, genau. Da kann ich nämlich parallel eine Stippe rauswerfen und in der Nacht einen, was war das, 6 Kilo Fisch stippen auf... Oh, 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 Ebebiss. Und da ist er dran. Das ist doch gut, ey. Ach, ohne Scheiß, ne? Match macht doch schon immer wieder Bock. Posenangeln macht immer wieder Bock. Gerade schön auf die, bäm, die dicken Amure, Alter. Wenn sie schön reinballern und wegziehen. Immer wieder geil. Ich glaube, ich werde jetzt einfach die Tage mal, das war jetzt schon lange nicht mehr, einfach mal die Tage alle Gewässer, auch an der alten Festung nochmal testen. Scheiß was auf Plumpsangeln, alle sind sie ja immer hier mit der Grundrouten unterwegs, mit der Karpfenrouten. Mit der Match muss doch auch was gehen. Kann doch nicht sein, Alter. Ja, ich lasse jetzt hier noch ein bisschen zuppeln. Also, wie gesagt, grundsätzlich, Frequenz ist schon mal gut. Klar, in der Nacht war weniger, jetzt zuppelt sogar auf beiden hier schon los, links und rechts. Ei, 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 ei. Welche ist als erstes unten? Aufpassen, die sind ein bisschen vertauscht jetzt. Nicht gehakt. Sofort wieder aufmachen. Liegen lassen. Der war auch ein bisschen zaghaft. Der ist dran. Jawohl. Und da kommt noch ein kleiner. Na, den können wir zerschnibbeln. So, wieder raus damit. Ja, ich bin gespannt, was geht. Gerade eben auch mit der Mische. Ob sich das jetzt irgendwie wirklich bemerkbar macht. Grundsätzlich, wie gesagt, ohne Mische war es schon geil. Was ich natürlich gleich machen werde, wenn die Temperatur hochgeht, da gehe ich natürlich auch mit dem Köder ein bisschen hoch.
Heißt also, wenn wir jetzt gleich so im Bereich von 20 Grad sind, vielleicht eher so im Bereich von 60 Zentimetern bis vielleicht einem Meter, da auf jeden Fall die Temperaturen ausnutzen und gucken, wo dann vielleicht ein bisschen mehr geht. Vielleicht könnten wir das hier auf der schon mal ein bisschen machen. Wir gehen schon mal ein bisschen höher. Halt, auf 1,80 war die. Gehen wir mal hoch auf 1,50 oder so. Guck mal hier, 1,30 passt doch gerade. So. Zack, raus damit. Aber wir sehen auf der mit 1,90, das ist die gelbe, auch da ist immer noch Gezubbel. Das heißt, jetzt variieren wir da einfach schon mal in den Tiefen. Ja, ich mache jetzt hier einfach mal weiter. Ich würde sagen, Petri, ihr Lümmels, zieht mal raus. Die Brocken, ich werde gleich zum Ende hin nochmal einblenden, wie so der Kescher war und so in welcher Zeit. Nehmen wir mal die Zeit der Nacht einfach mal raus. Die war wirklich ein bisschen mau in der Nacht. Aber wenn wir jetzt so eine halbe Stunde hier am Tag vielleicht erledigt haben, wäre das auch gar nicht verkehrt, was sich da so ergeben hat. Petri, wenn dir das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen fürs Video. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Video. Huss! Oder im Livestream auf Twitch. Petri.